Hallo, hier ist Gerrit von Genex und heute will ich euch mal einen Trabant 601S und einen 601S Deluxe vorstellen. Ihr seht da schon auf den ersten Blick die Unterschiede von vorn, ne? Also Chromstoßstangen, Nebelscheinwerfer beim Deluxe und beim S. Also nichts, ne? Normal lackierte Stoßfänger. Und keine Nebelscheinwerfer. Ja, Zweifarblackierung auch am Deluxe. Ja, das war immer so das wichtigste Highlight, was viele wollten. Zum Ende gab es das weniger. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, dass so 89 viele Deluxe auch rumfuhren, die keine Zweifarblackierung hatten. Ne, Antenne, typisch auch für den Deluxe, für UKW-Radio. Dieser hier noch speziell mit Original DDR-Glashubdach. Hat man euch schon mal vorgestellt. In einer anderen Vorstellung. DDR-Produktion. Hier auch von hinten nochmal der Unterschied. Der Deluxe Chromstoßstangen, Nebelscheinwerfer und Rückfahrlicht. Ja, beide hatten schon die Heckscheibenheizung. Ja. Hier zu sehen am S. Der Deluxe hat die auch. Zusätzlich auch Klappfenster hinten. Was im Sommer immer nicht so schlecht war, dass die Luft ein bisschen abziehen konnte. Ja. Hat der S nicht. So mal Blick aufs Armaturenbrett, soweit eigentlich fast gleich, bis auf die zusätzlichen Schalter dann im Deluxe für Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht. Radio ist hier Fehlanzeige, aber was die letzten auch schon hatten, ist eine Kraftstoff-Momentanverbrauchsanzeige neben dem Tacho, wo man ein bisschen Sprit sparen konnte. Ja, hier ist auch ein Merkmal, ich weiß nicht, viele werden es wissen. Die letzten mit Schraubenfedern hatten neue Türöffner, ne, hier zum Klappen. Und die älteren Trabant hatten dort praktisch Schieber. Ne, musste man nach hinten schieben und dann ging da die Tür auf. Ja, hier die älteren Türöffner zum Schieben, zum Zurückschieben. Hier haben wir nochmal die Bedienelemente, Nebelscheinwerfer und das UKW-Radio. Dieser war noch zusätzlich mit Innenhimmel ausgerüstet, was der Besitzer aber hat machen lassen beim Sattler. Und wie gesagt, das Glashubdach nochmal von innen. Hier nochmal ein Blick in den Kofferraum. Ja, der eigentlich erstaunlich viel wegstecken konnte, sozusagen. Ja, also viele sind damit auch nach Bulgarien gefahren. War alles kein Thema, ne? Man hat doch recht viel wegbekommen. Hier nochmal der Blick in den Motorraum mit der Kraft der zwei Kerzen sozusagen, wo sich eigentlich beide auch nicht unterscheiden. Ja, das war mal ein kleiner Vergleich, bot sich gerade mal so an und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und bis bald wieder. Ciao.